Signor Antonio Coimbra della Coronia. Ah, ja, Fevedo. Danke, meine süße kleine Schnalle. Mein liebster, hochverehrter Don Antonio, wie geht's? Wie selbst? Ich stelle mit Vergnügen fest, dass Ihre Muskeln gut trainiert erscheinen, immer brav geübt. Ich bin gut in Form. Haben Sie sich auch sonst in den Staaten gut erholt, Senior? Ja, doch, ich kann mich nicht beklagen. Bitte nehmen Sie Platz, Don Antonio. Das Arzt hat mir fast die Finger gebrochen. Ja. Wie war denn das so mit dem Schlaf in letzter Zeit? Sind die Angstträume wiedergekehrt? Die nicht. Es sind keine Angstträume mehr, aber... Aber? Ich habe einen merkwürdigen Traum. Ich träume immer wieder. Ich stehe am Strand am Rio Negro und ich siebe Sand und finde Goldklumpen. Typisch, typisch. Eine Auseinandersetzung, unbewusst. Symptomatische Vergangenheit. Symptomatisch. Aber ganz sicher. Dieser Traum stellt eine Rückkehr in die Kindheit dar, als sie noch am Strand spielten. Und es ist auch schon von dem großen späteren beruflichen Ehrgeiz was zu spüren. Und ein wackelnder Kerl, dem hau ich in die Fresse. Bitte, Symptome für den Kampf. Sehen Sie, das ganze spätere Leben spiegelt sich in der Kindheit. Also ich habe den Kerl umgelümmelt, fass in seine Tasche und habe eine Menge Kohlen in der Hand. Ja, das Geld war für Sie schon immer ein bestimmender Faktor. Dieser Traum spiegelt wieder, was schon in Ihrer Kindheit programmiert war. Der Aufstieg zu einem Herrscher, der alles erreicht, auch notfalls einen Abstich. Sie stechen ab, Sie verletzen nicht nur. Ja, das muss es sein, denn damals, als ich meinen Onkel abgestochen habe, sagte meine Mutti, das geht aber zu weit, Kleiner.